Yo, Leute, herzlich willkommen zurück zu Days Gone. So, ich habe die anderen beiden Nester ausfindig gemacht, indem ich im Internet geguckt habe. Denn ich bin offscreen auf dem ganzen Friedhof nochmal rumgelaufen, habe den bestimmt zweimal komplett umrundet, aber nichts. Und naja, hätte ich mal auf die Karte geguckt, dann hätte die Karte nicht nur zum einen suggeriert, dass das Infektionsgebiet des Friedhofes nicht nur die Grenzen des Friedhofes beinhaltet, sondern auch so ein bisschen drüber hinausgeht. Sprich, ich soll auch in der Nähe des Friedhofes suchen, anstatt nur da drauf. Und naja, eines der Nester habe ich aus irgendeinem Grund bereits entdeckt. Das wurde zumindest bereits auf der Karte angezeigt, als ich die aufgerufen habe. Ja, da kann ich mir natürlich auch alles ein kleines bisschen leichter machen, versteht sich. Warum ist das Spiel gerade so leise? Augenblick. Na. Okay, ich habe einfach nur die Kopfhörer meines Headsets scheinbar aus Versehen leiser gestellt. Passiert. Schon komisch gerade eben, war das Spiel auf jeden Fall deutlich lauter. Naja. Jedenfalls, da scheint das Nest zu sein. Hole ich mir direkt. Und wo das letzte Nestchen in dem Gebiet sich befindet, das habe ich bereits herausgefunden. Habe ich recherchiert. So, da oben kann man das Nest quasi schon sehen. Ich wollte nur einmal hier gucken. Ich wollte gerade sagen, das hier war doch der Hubschrauberlandeplatz, wo wir gelauscht haben. Das erkenne ich ja wieder. Ich dachte nur, vielleicht findet sich da noch irgendetwas. Nope. Naja, da oben. Wieder eine Hütte. Autsch, was für ein Abschied. Lebendig gefressen. Okay. Mehr Beute. Ich höre Infizierte, aber. Ah, da ist einer. Scheint irgendwie der einzige zu sein, der hier in der Nähe ist. Das ist gut. Mehr brauche ich ja auch nicht, ne? Ja, die mit ihren spontanen Umdrehungen. Vergesst es. Ja, kann ich gleich als Ersatzwaffe nehmen. Jetzt bleibe ich erstmal bei meinem Beil. So. Kurz die Umgebung so ein bisschen checken, ob hier nicht noch weitere Zombies sind. Slash Infizierte. Keine Ahnung, ob es wirklich korrekt ist, sie Zombies zu nennen, weil, naja, sie sind ja nicht wirklich klassische Untote. Okay. Ah. Konnte ich mir ein bisschen was nehmen, aber eher eins nach dem anderen. Ich stelle mir nochmal, upsala, so einen her. Kann ich noch einen zweiten? Ja, locker. Habe ich mehr als genug für. So, jetzt wird ausgeräuchert. Let's go. Und. Wie aktiviere ich. Ah. Aua. Ah, Mann. Gott verdammt! Ah, Alter! Hä? Habe ich ihm gerade den Kopf abgeschnitten? Er hat seinen Kopf aber behalten? Okay. Doppelkopf-Zombie. Oh Mann, ey. Wenn Zombies beim Spiel Doppelkopf auf einmal totale Profis werden. What the f. Oh Mann. Das kam jetzt überraschend. Hallo, was haben wir denn da? Ich habe jetzt nur gesehen, wie ich Munition eingesammelt habe. Was ich da jetzt für Pulver eingesammelt habe, wurde mir nicht angezeigt. Habe ich zumindest jetzt nicht gesehen. So, was haben wir denn hier Schönes? Hallo. Nochmal. Oha. Richtig viel Sturmgewehr-Muni. Hohoho. Das gefällt mir. Nicht schlecht. Okay, ja, bei der Gelegenheit auch mal einen Verband benutzen.
Oha, hat mich gut geheilt. Sehr gut. Muss ja nicht immer ein Medikit sein, das ich zum Heilen benutze. Verbände tun's auch, wie man sieht. Ja, ich denke mal, ich habe hier jetzt alles an Loot. Ist ja nur die eine Hütte hier, wo sich was finden lässt. Nicht, dass ich was übersehe, Moment. So. Auf die Art und Weise kann ich doch auf Nummer sicher gehen, dass ich nichts vergesse. Einfacher geht's ja nicht. Okay, passt schon. Was auch immer da am Boden liegt, ich glaube, das kann ich eh nicht mehr einsammeln. So, einmal nochmal auf die Karte. Und das letzte Nest, der letzte Ort von einem Nest müsste ungefähr hier sein. Irgendwo hier in der Gegend. Dann laufen wir einmal dahin. Ich versuche auch noch Pflanzen jetzt mal etwas vermehrt mitzunehmen. Hoppala. Ja. Das kann ich brauchen. Ja, damit wilde Bergamotte. Das ist neu. Oh Mann. Wie viele sind das? Zwei. Bin ich versteckt? Ich weiß es nicht. Scheinbar ja. Hat gereicht. Ich war kurz verwirrt, ob mir dieses Skelett. Okay. Ich dachte mir, wird dieses Skelett von Busch mir überhaupt Schutz bieten? Zum Glück ja. Huh, Schwein gehabt. Zum Glück brauchen die ein paar Sekunden, um zu checken, dass ich da bin. Abgesägte Schrotflinte. Deutlich weniger Muni als die Waffe, die ich jetzt habe, das Sturmgewehr. Da bleibe ich natürlich beim Sturmgewehr. So. Hallo. Dich nehme ich mit. Zedernsetzling. Genau, ich hatte noch im Kopf Setzling. Aber auf Zeder wäre ich jetzt nicht so schnell gekommen. Nun ja. Erstmal weiter im Text. Da hinten müsste es irgendwo sein. Bestimmt die Hütte wieder. Muss irgendwo ein Nest in der Nähe sein. Ich kann's riechen. Noch ein Nest. Oh shit. Was zum Teufel? Oh. Was? Okay. Wow. Okay. Ich konnte mit Dreieck so jetzt so eine Exekution starten. Auch nicht schlecht. Oh Mann. Was? 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 Oh shit. Jetzt habe ich meinen Ball komplett kaputt gefetzt. Oh nein. Kommen die schon aus dem Nest raus, obwohl ich das noch nicht mal abgefackelt habe? Why? Waren da nicht noch mehr? Na gut, dass nicht jetzt nicht noch mehr da kamen, bin ich eigentlich froh drum. Na dann. Aber wobei, Pistole kann ich auch ruhig nutzen. Pionierfriedhof, infiziertes Gebiet. Nice. Plus 800 Vertrauen für Copelands Camp. Schön. Infizierungsbeseitiger 8%. Cool. Alter, jetzt hätte ich sie eigentlich doch theoretisch. Oh Mann, treffen müssen. Meine Fresse. Nein. Ja, klar. Oh Gott, Alter. Ihr wollt mich doch verarschen. Wie die alle in einer Reihe mich gekratzt haben. Oh shit. Nein. Reicht. Okay. Alter. Drei Schwärmerohren. Passt. Ich muss ja jetzt nicht über die ganzen Leichen von denen drüber gehen, um die Ohren einzusammeln. Das tue ich ja bei jedem Kill automatisch eigentlich. So wie ich das gesehen habe. Och, ihr wollt mich doch verarschen. Hier ist nix. Ich weiß, es ist eine abgebrannte Toilette, aber trotzdem, was? Ah. Auf der anderen Seite hoffentlich.
Ist ja beides das gleiche Nest. Ah, ist schon besser. Was ist das? Nestrückstände. Ach so, ja. Das war's? Keine Muni? Nix? Oh. Von den drei Nestern hat sich nur eines wirklich vom Loot her gelohnt. Oh Mann. Ein Hirsch läuft vorbei. Nicht gerade schlau. Okay. Hallo Benzin, Sieht ja nicht dich kann mal. ich gut gebrauchen. Was soll. Moment. Das hier nehme ich noch mit. Ah, geil. So. Hier wird nicht rumgeschnüffelt. War das der einzige? Scheint so. Gut. So. Das Benzin kommt wie gerufen, ey. Perfekt. Damit kann ich mein Bike auffüllen. Hat das jetzt gerade mehr als nur nötig. Hallo, nehme ich auch mit. Kerosin, natürlich. Nachdem ich mir jetzt ein paar Mollys hergestellt habe, kann ich das auf jeden Fall wieder gebrauchen. Einen weiteren sollte ich mir definitiv auch herstellen, ne? Dass ich am besten immer so zwei im Inventar habe. Ne? Wow. Nee, 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 nee. Ich weiß nicht, ich habe einen Molly im Laufen hergestellt, aber das Benzin gebe ich trotzdem nicht aus der Hand. Hier vielleicht was Neues. Ah. Das braucht man immer. Jawohl. Medikit auf jeden Fall. Oh. Ist echt eine Riesenerleichterung, dass ich noch Benzin gefunden habe. So. Sonst wäre es langsam knapp gewesen, geworden bei 26%, ne? Okay, Subi. Kann ich wahrscheinlich nicht mitnehmen, oder? Keine Ahnung, ich würd's mir am liebsten so in die Box füllen oder so etwas. Oder so ein Benzinkanister mal da hinten dran schrauben. Ne? Einfach nur, dass ich noch etwas für unterwegs habe. Aber den Gefallen tut das Spiel mir nicht. Ist ja okay. Ich meine ja nur. Was haben wir denn hier sonst noch? Zerstör diese Nester. Räume das infizierte Gebiet beim Holzfällerlager. Für die Fahrtrüsten. Mache den Drifter ausfindig. Voll auf Droge. Okay. O'Cleary Mountain Versteck. Könnte ich jetzt eine Schnellreise hinmachen? Was ist das hier? Cascade Funkturm Hinterhalt Camp. Ja, inklusive Bunker. Was ist das hier? Horse Lake Nero Kontrollpunkt. Stell die Stromversorgung wieder her. Okay. Was nehme ich denn da am besten jetzt? Was ist das hier? Triff dich mit Tucker und Alkai im Hot Springs Camp. Jagd auf Leon. Boah. Ist aber dafür auch ziemlich weit entfernt. Auf dem Weg komme ich aber wenigstens zu einem Nero-Kontrollpunkt. Na gut, komm. Dann kümmern wir uns als nächstes dahin. Darum. Dann fahren wir dahin als nächstes. 2,4 Kilometer entfernt. Ich hoffe, der Sprit reicht bis dahin. Notfalls sollten wir, denke ich mal, beim Nero-Kontrollpunkt noch. Ja. Notfalls sollten wir beim Nero-Kontrollpunkt eigentlich Mist. Beim Nero-Kontrollpunkt sollten wir eigentlich noch einmal einen Kanister finden. Hoffe ich. So. Hallo. Wie gesagt, echt schade, dass man im Vorbeifahren nichts holen kann. Rückstandbolzen, Schrott, Nestrückstände und Zedernsetzling. Ja, okay. Kann ich wenigstens noch ein paar davon herstellen. Schadet ja nicht, die zu haben, denke ich mal. Habe ich das hier schon? Nope. Rainbow Falls, Pfad der Geister. Schick. Okay. Habe ich sonst hier alles? Da ist noch was. Okay, schwarze Johannisbeere. Alles klar. Und weiter. Ah.
Mit so einem Bike durch die Zombie-Apokalypse zu fahren, hat schon was, ne? Also Daryl Dixon hat echt recht. Das, oh, scheiße. Nein. Oh. Hihihi. Oh Mann, ey, ist das gerade unangenehm. Ich nehme nochmal Anfahrt. Nicht Anlauf, Anfahrt in diesem Falle, ne? So, jetzt aber. Wow, okay. Ja, komm, scheiß drauf. Scheiß auf diese eine Pflanze da. Für die muss ich mich jetzt nicht die ganze Zeit mit den Zombies anlegen hier. Irgendwann ist auch mal gut. Kann ja von den Pflanzen sowieso nicht unendlich viele tragen, wie ich gerade gemerkt habe. Alter. Habe ich da gerade etwas auf- und wegploppen sehen? Oder habe ich mich getäuscht? Naja, egal. Ah, schon ganz geil, ne? Mit einer Armbrust ausgerüstet. Einem Sturmgewehr. Dann noch ein Bike. Was will man mehr in der Zombie-Apokalypse? Ein Messer, das nicht kaputt geht. Herrlich. Besser geht's ja kaum. Ja. Wäre jetzt beinahe schief gelaufen. Ein Massengrab. Warum wurde der Scheiß hier nochmal vergraben? Ach ja, weil sie Arschlöcher sind. Das ist dieser Nero-Kontrollpunkt, oder? Yep. Was zum Teufel? Ich dachte, ich kann hier jetzt den Kontrollpunkt machen. Aha. Der Navi führt mich jetzt quasi hier einmal rum. Oh, komm. Oh, scheiße. Ach, Mann, ich Idiot. Scheiße. Oh Gott, wie viele sind denn das? Shit! Das hört ja nicht auf. Oh Gott. Ja, Alter, Leute. Da habe ich ja gar keine Chance gegen. Kacke, Alter. Wie soll ich denn gegen sowas ankommen? Ja. Ist mir scheißegal, wie. Hauptsache, ich werde die Viecher los. Fuck, Alter. Das Ding. Cool, Nero-Recorder, hey. Kacke. Alter. Was geht? Müssen das so viele sein? I mean, really? Ich wollte jetzt nicht echt wieder hierhin zurückversetzt. Nicht wirklich. Echt jetzt? Echt jetzt? Ah, scheiße. Ja, nicht mal die Nestrückstände. Nicht mal das, habe ich jetzt eingesammelt. Ach, das darf nicht wahr sein. Schnitt. So, Leute, wieder beim Stützpunkt. Diesmal habe ich ja einen manuellen Safe gesetzt, vorsichtshalber. So, ey, danke, Spiel, dass du mich da hochgebracht hast. Das war ja eine mega Idee. Ja, jetzt sehe ich auch die ganzen Viecher da. Scheiße. Jetzt sagt mir aber nicht, um den Strom wieder einzuschalten, muss ich da hoch, soll ich da nur reinkommen? Wo die Massen an Zombies gerade sind. Oder an Infizierten, wie auch immer man es nennen möchte. Das Kabel führt halt genau da lang. Ein Weg aufs Dach. Das ist so zum Kotzen. Ja, auf die andere Seite, da führt das Kabel hin. Nein.
Nicht, dass der jetzt die anderen da hinten noch aufschrecken kann. Kein Bock drauf. Lieber beseitigen. So. Nur um auf Nummer sicher zu gehen. Hallo. Bringst du eventuell Strom? Nein, bist nur ein Wohnwagen. Shit. Was? Da drin einmal so kurz reinlinsen. Einfaches um die Ecke gucken. Naja, der Generator ist unter der Brücke. Ach, Laber. Mal schauen. Stirb. Ich weiß, ich benutze das Messer, das weniger Schaden macht. Trotzdem. So. Solange es nur ein Einzelner ist, macht es ja keine Probleme. So. Was ist das denn hier? Flammable. Wenn ich auf die Kiste drauf schieße, explodiert die? Sieht zumindest so aus. Ich hoffe, da oben hat mich jetzt keiner entdeckt. Ist ja mega kacke. Hä? Das sah jetzt so aus, als ob der Strom hier erzeugt wird. Als ob da ein Generator wäre, aber nö, nix da. Da, das Kabel hätte ich verfolgen sollen. Na. Oder? Werde ich gleich sehen. Eine Kurbel? Okay. Muss ich weiter irgendwie kurbeln oder was? Jetzt bin ich ehrlich gesagt verwirrt. Wo soll ich denn jetzt hin, um den Strom einzuschalten, wenn ich schon nicht den Kabeln folgen soll? Die wollen doch nicht ernsthaft von mir verlangen, dass ich da zur Masse an Zombies hingehe. Shit. Oh Gott. Guck euch mal an, wie die da am Wandern sind. Kacke, Alter. Alter, ey. Wie so ein Wanderzirkus. Alle steigen so aus dem Clowns-Auto. Oh, und das Gute ist, die entfernen sich jetzt. Vielleicht finde ich ja jetzt, was auch immer ich da zu suchen habe. Könntest du das bitte nehmen? Deacon? Deacon? Wenn es nicht anders geht. Mit allem, was das Ding zu bieten hat. Ja, die scheinen zum Glück weiterzuziehen. Oh. Was? Wollte gerade sagen, ja, als ob die mich jetzt automatisch bemerkt haben, nur weil ich hier reingeklettert bin, wo sie vorher waren. Ohne Scheiß, wenn das Spiel mir das erzählt hätte, dann wäre aber vorbei gewesen. Mit dem Verständnis. Das kann nicht wahr sein. Was genau? Oh, hätte ich hier aufs Dach springen sollen? Hat er das gemeint? Ein Weg aufs Dach? Oh, oder hier rein? Ich dachte, er meint einen Weg auf den Dach des Zuges. Aber er meinte wahrscheinlich einfach nur einen Weg hier hoch. Ach Mann. Wahrscheinlich ist der Generator da oben. Und ich wandere hier durch die Weltgeschichte rum. Ach Mann. Wait. Ich sehe schon. Die Tür werde ich damit selbstverständlich nicht einreißen können oder die Mauer. Schön wär's. Aber ich kann dann über das Auto aufs Dach klettern. Das sollte funktionieren.
Oh Mann, ey, und ich halt immer noch so diesen logischen Gedanken folgend, ja, wenn ich den Strom einschalten soll, einfach den Stromkabeln folgen. Dann finde ich schon das, was ich suche, ja. Diese Logik brauche ich hier in Days Gone gar nicht verfolgen. Generator hat keinen Sprit. Immer das Gleiche. Also ehrlich. Kann ich das wenigstens? Na toll. Na, hammermäßig, du. Und natürlich ist hier drin bestimmt kein Sprit, oder? Ja, geil. Wie soll ich denn jetzt hier rauskommen? Hier drüber klettern? Tatsache. Das funktioniert auch noch. Oh, hi. Aber die können sich ruhig auf meinem Bike versammeln, aber zerfetzt mir das Ding nicht, ne? Nicht auseinandernehmen oder so ein Scheiß. Alter Vater, ey, aber klettern können die. Respekt. Hätte ich den Viechern nicht zugetraut. So, und bevor ich den Strom einschalte und die Dinger gehen wieder los, mache ich sie lieber gleich ab. Wenn sich mir schon die Chance bietet, ne? Oh Gott, nein! Warum sind die jetzt hier lang? Ihr wollt mich doch verarschen, ey. Gott, ey. Da ist Sprit. Oh Gott, hoffentlich schaffe ich das noch, bevor die hier um die Ecke kommen. Schnell, 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 schnell. Nimm das. Die gehen bestimmt wieder zurück zum Zug. Wollen wir wetten? Gar keinen Bock drauf. Zum Glück ist hier eine Art Sichtschutz. Achso, Kreis. Oh, nee, ey, gar keinen Bock auf die Viecher. So, gut. Laufen die hier schon vorbei? Habe ich jetzt die Lautsprecher alle entfernt? Sieht so aus. Ich sehe hier keine weiteren. Ja, okay. So. Na dann, Generator einschalten. Jetzt sind wir im Geschäft. Verdammte Jawohl. Scheiße. Das wird sie alle zu mir locken. Was denn? Hoffentlich ist da was drin, das die Mühe wert ist. Die schließen sich automatisch. Was meinst du mit dir, das wird die zu mir locken? Dicken? Dir ist schon klar, dass ich extra leise vorgegangen bin, ne? Und dass ich die Lautsprecher vorher schon entfernt habe. Was heißt dir, die werden zu mir gelockt? Mach mich nicht schwach, Kollege. Hallo? Ein Lappen? So wie? Ein Lappen für den Lappen? Eine Schachtel mit Nägeln? Ah, okay. Führt dahin. Führt auch nach draußen, aber. Ah, böse. Was zur Hölle? Moment. Einmal das. Ein Neo-Injektor. Aha, danach habe ich gesucht. So, Gesundheit, Ausdauer, Konzentration. Ich weiß nicht, ob sich Ausdauer so sehr lohnen würde. Konzentration erfordert Fertigkeit, konzentrierter Schuss. Habe ich die nicht mittlerweile? Ja, ich kann natürlich nicht ins Skill-Menü hier mit. Ich gehe noch mal auf Gesundheit. So, Nero und Kontrollpunkt abgeschlossen, Horse Lake. Sehr gut, das Ende der Welt, 17%. Musste eh zur Grippeimpfung. Ein weiterer Nero Mikro-Rekorder.
Sir, wir haben ein Problem. Wir haben eine Menge Probleme, Soldat. Welches meinen Sie? Da kommt noch ein Zug. Der ist bald da. Schaffen Sie die Leute von da weg. Zurück! Rufen Sie die Zentrale. Wir haben keinen Platz mehr. Ich habe Ihnen gesagt, wir brauchen noch ein Dutzend Bagger hier. Sonst müssen wir dich machen. Sir, Sie verstehen nicht. Verdammt, nein! Diese Arschlöcher im Portland hören nicht zu. Ich habe Ihnen gesagt, dass wir keinen Platz haben. Die Straßen sind dicht bis zurück nach Farewell. Jedes Feld mit von hier bis zu Bad ist voll mit Leuten, die aus ihrem Scheiß aufbrechen. Der Zug! Niemand antwortet. Wovon zur Hölle reden das Sie da? Das Funkgerät, es geht einfach niemand ran. Los! Hey! Oh mein Gott! Jeez. Ich schätze mal, Züge werden hier so schnell nicht wieder fahren. Ja, eindeutig. Da hinten sehe ich einen Alarm. Oh Gott, nee. Warum? Warum? Jetzt mal ganz im Ernst, ey. Scheiß drauf. Mir wurde bereits in den Kommentaren gesagt, ich finde hier in der Nähe von diesen Nero-Stützpunkten auch gerne mal so Typen mit weißen Anzügen, die etwas Seltenes zum Plündern dabei haben. Aber dann kehre ich später hierhin zurück. Bei der Masse an Zombies, die hier gerade herumstreunt, vergesst es. Ob es jetzt Infizierte oder echte Zombies sind, ich nenne sie wahrscheinlich die meiste Zeit spontan Zombies. Deswegen, ach Mann. Deswegen nicht wundern, wenn ich bei dem Namen jetzt erst einmal bleibe. Ist einfacher für mich. Ach, come on. Verdammt. Schneller, schneller. Ja, okay, die folgen mir nicht weiter. Schwein gehabt. So. Ich könnte den Tunnel hier jetzt auch etwas erkunden. Na, okay, nö. Wirklich, Raum wird mir dafür nicht gelassen. Dafür? Her damit. Einmal das. Und den nehme ich auch noch mit hier. Den Baseballschläger. Besser als nix. Nein. Scheiße. So. Hab gehört, wie ein Zombie hinter mir mich entdeckt hat und langsam zu mir kam. Auch kein Bock auf den. Verdammt nochmal. Ach du Arsch. Hast du mein Bike umgeschmissen? Nein, Mann. Oh, ich konnte ihm einen Finisher geben jetzt. Ernsthaft. Okay. Ah. Gerade eben konnte ich ihm noch einen Finisher geben, dann geht's auf einmal nicht mehr. Ja. Oh, das Auto soll ich wegschieben. Was? Okay. Ah, nee. Ich kann's plündern. Okay. Meine nehme ich gerne mit, aber ich muss es von der anderen Seite aus schieben. Das heißt, mein Bike muss erstmal zur Seite hier. Ich wollte schon sagen, ich habe doch Viereck gedrückt. So, zumindest ein bisschen Abstand. Das sollte hoffentlich reichen. So, hallo? Ach, Weg blockiert vom Bike? Ernsthaft immer noch? Verdammt. Naja, wenigstens warnt mich das Spiel davor. Deutlich besser, als wenn ich den Wagen in irgendeine Ecke donner und... Naja. Dann ist mein Bike auch hin. Da habe ich ja erst recht keinen Bock drauf. Von daher, danke Spiel für die Warnung. So. Alter Vater, und wir haben immer noch knapp die Hälfte des Weges vor uns. Nicht in die Sackgasse. So. Noch ein Terrorlager. Mal sehen, was sich in der MMA so verbirgt. Ha! Echt jetzt? Noch ein Nero-Lager? Krass. Wie viele ich hier einfach mal so auf dem Weg erwische. Hätte ich nicht gedacht. Ja gut, dann nehme ich das hier natürlich auch nochmal mit. Schaden kann's ja nicht.
Nur ich sollte vorher noch einmal nach den Alarmen Ausschau halten. Wahrscheinlich ist am Ende von jedem Kabel sogar noch so ein Alarm. Das könnte ich mir vorstellen. Ja, da auf jeden Fall. Seht ihr? Ich hätte sämtlichen Kabeln folgen sollen und an jeder Ecke noch einmal nach Lautsprechern Ausschau halten sollen. Das hätte mir Ärger erspart. Aber dafür bin ich jetzt um diese Erfahrung wenigstens reicher. MME-Sicherungskästen. Wenn eine Neuro-MME eine Sicherung braucht, findest du Ersatz im Neo-Kontrollpunkt. Okay. Ach, verdammt, die Sicherung ist durchgebrannt. Nein, nein, ich muss wieder zurück. Ja, schon klar, nur wenn ich die Lautsprecher schon sehe, kommen die auch direkt ab. So. Oh Gott, da ist einer. Wobei, der ist gerade beschäftigt. Vorteil. Sehr gut. So, im Kontrollpunkt finde ich eine Sicherung, oder was? Aber wahrscheinlich eher hier in der näheren Umgebung, nehme ich an. So. Das war hoffentlich der letzte. Schade, dass das Spiel einem nicht irgendwie so Bescheid gibt. So, das waren alle Lautsprecher. Nee, ich verlange jetzt nicht, dass mir die genaue Anzahl der Lautsprecher pro Stützgebiet angezeigt wird. Aber zumindest so, so ein kurzer Indikator von wegen, du bist jetzt fertig. Du hast alle gefunden. Ah, sehr gut. Kerosin und Benzin. Mega. Ein wahres Paradies hier. Ach Gott, ernsthaft. Da schleicht noch mal einer um die Gegend. So. Perfekt. So. Noch irgendeiner, der hier am Wandern ist? Sieht nicht so aus. Gut. Okay, Leute, dann würde ich an dieser Stelle für heute erst einmal Schluss machen und dann nehmen wir uns den Rest dieses Stützpunktes im nächsten Part vor. Von daher würde ich für heute erst einmal sagen, Leute, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben und einen Kommentar da, falls es euch gefallen haben sollte. Habt ihr das schon bei einigen meiner Videos getan? Ist es euch ja vielleicht schon ein Abo wert? Nichtsdestotrotz, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.